Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir gucken uns den USB-C Multicard Reader von Drive Genius an. Der soll ja dann, wenn ich mein PC-Tisch neu gemacht habe. Okay. Kein Zettel. Soll der ja. Oh, klein und schnucklig. Oh, und die Sleeve-Kabel sogar. Cool. Auch gut verarbeitet. Metall. Ist das auch Metall? Ist auch Metall, so wie es aussieht. Cool. Ich hätte hier auch noch Drive Genius draufgeschrieben. Aber so, von der Verarbeitung sieht er sehr gut aus. Und hier unten, also so wollte ich es dann praktisch an den Tisch kleben. Dann haben wir dann einmal hier Micro-SD-Karte. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen ran. Das ist eine Micro-SD-Karte. Das ist für normale SD-Karten. Und das ist für diese größeren. Da gab es doch diese... In manchen Kameras ist so eine Breiten drin. Fragt mich jetzt nicht, wie die heißen. Ja, also die sind wohl auch ziemlich verbreitet. Also ich kenne keinen, der sie benutzt oder hast nicht gesehen, aber die sind immer nur drin. Und da habe ich gedacht, wenn ich das dann so am Tisch mache, dann liegt das nicht auf dem Tisch, weil dann ist das unterm Tisch und rein und dann den Kabel unterm Tisch hinten lang gelegt und dann hinten am PC. Dafür habe ich mir den Verlängerungskabel gekauft bei Amazon. Ja, weil das Stück... Wenn er hinten am PC ist, dann guckt er oben rauf. Also muss ich mich jedes Mal unterm Tisch. Das ist ja auch doof. Ja, deswegen. Ich könnte natürlich auch vorne anschließen. Oben. Aber dann bammelt das Kabel rum und dann, ja, das ist auch doof. So, und so habe ich dann halt so. Und verlängere mir den halt damit. Und kann damit zum PC gehen. Und kann das oben auf dem PC, unten sein. Unterm PC. Ja, ich habe ja auch Kabeldinger, dass man das alles verstecken kann und da wäre dann Platz halt auf dem Tisch mehr da. Mal gucken, wie ich das am besten dann mache. So. Und ich werde dann halt morgen, wenn alles klappt, werde ich dann mal das Hardware-Video dazu machen. Da werden wir mal meinen Kartenleser, den ich jetzt habe, die SD-Karte von der Kamera machen und ein Video, ich werde euch genau sagen, wie viel Gigabyte das sind, werden wir übertragen und per Stoppuhr, ich werde dann aber cutten, ja, also dass ihr das nicht die ganze Zeit mitgucken müsst, mit Stoppuhr, also hier, normale Karte, und mit Stoppuhr übertragen, wie lange das dauert und dann das gleiche Video, also SD-Karte hier rein, das gleiche Video hier mit übertragen und gucken, ob der etwas schneller ist. Ja? So, ist ja leider nicht so viel mit bei, aber hier ist aber dann leider so eine komische Tüte, da hätte ich mir auch so eine Plastiktüte wieder gewünscht, wie bei den RS232 Kabeln. Aber er tut sein Ding und danach ist es ja sowieso eingebaut. Dann braucht man das ja nicht mehr wieder zurückbacken. Anleitung oder so ist hier logischerweise nicht mit bei. Ja. Ah, hier steht SD, Micro SD und das andere ist eine C Fast 2.0. Also SD 4.0, Micro SD 4.0 und CFast 2.0 wird unterstützt. So. Und das soll es dann für das Unboxing gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Gesundheit, Ingeborg. In die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.